Willkommen zurück beim Nerd Navigator zu einem neuen Video. Heute will ich ein Thema besprechen, das mir, als ich ein neuer DM war, viele Probleme bereitet hat, nämlich Kämpfe. Hier geht es jetzt aber nicht primär darum, dass wir uns anschauen, wie das Kampfsystem funktioniert, sondern wie man als DM Kämpfe beschreiben kann oder wie man diese Kampfsituationen überhaupt angehen kann. Also bleibt dran, dann versuche ich euch das gleich besser zu erklären. Bei den Kämpfen habe ich gemerkt, mein größter Fehler am Anfang war oder mein größtes Problem, dass ich versucht habe, möglichst cool und episch zu beschreiben. Dass irgendwie alle Treffer, die gelandet sind, tiefe Fleischwunden durch die Rüstung geschlagen haben, dass jeder Pfeil sich durchgebohrt hat durch die Rüstung und dann im Gegner oder im Spieler stecken geblieben ist. Und dementsprechend dann auch einmal ein Spieler zu mir gekommen ist im Nachhinein und gefragt hat, hey, wie ist denn das jetzt, wenn wir eine Long Rest machen? Ich habe überall klaffende Wunden, ist es wieder normal danach der Long Rest? Ich habe eine gebrochene Hand, weil ich eine 1 gewürfelt habe und schlecht hingeschlagen sozusagen. Heilt das wieder nach einer Long Rest? Ist das so? Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich mal überlegt habe, okay, ist das wirklich so oder sollte ich das weiterhin so beschreiben, weil meine ganze Gruppe rennt dann theoretisch schwer verletzt durch den Rest vom Dungeon nach dem ersten Kampf, wenn sie den überleben, ohne eine Short oder Long Rest zu machen. Und das kann ja auch nicht für die Story irgendwie vorantreibend sein, wenn sie eine Blutspur durch den Kerker ziehen, durch ihre eigenen Wunden, die sie nicht versorgen können, wenn sie kein Heiler oder kein Medicine Kit oder sonstiges dabei haben. Daher habe ich dann als nächstes im Internet ein bisschen recherchiert und mal geschaut, wie machen das denn andere DMs oder wie schreiben das andere DMs. Und hier bin ich auf einen sehr interessanten Punkt gestoßen von dem Angry DM. Der hat nämlich geschrieben, dass er es so handelt, dass die Treffer, die auf den Spieler gehen, mehr so Körpertreffer sind, die die Ausdauer rauben von dem Spieler. Und erst wenn er von einem auf null Hitpoint kommt, dann ist das halt dieser Hieb oder Stich, wo man wirklich reinsticht oder ihm reinhaut in den Hals und er dann zusammenbricht. Also vorher, das sind keine Wunden, sondern nur so Schubser oder Schläge, die er abbekommt oder Stöße, die ihm von seiner Konstitution etwas abziehen. Also Konstitution, also Hit-Dice-Pool. Und sozusagen erst der Treffer, der ihn umhaut, dann jener ist, der ihm die Wunde zufügt. Also kurzum, man sollte einen realistischen Beschreibungsstil für die Kämpfe verwenden, weil sonst könnte es in dieses futuristisch-unrealistische schnell abrutschen, was den Spielern dann ja auch keinen Vorteil bringt und einem selber auch nicht, wenn sie schon auf Level 1 so wie Helden oder Übermenschen behandelt werden. Ein zweiter Punkt, den ich bei mir an den Tischen eingeführt habe oder bei mir in den Runden, der auch sehr gut ankommt, ist, dass ich sage, wenn sie einen Crit würfeln, oder wenn sie den Gegner umbringen, dass ich sage, okay, Niana, du hast jetzt getroffen, okay, Ventris, du hast jetzt getroffen, okay, Khitri, das war jetzt der letzte Treffer, beschreib, wie du den Gegner umbringst. Dass ich den Spielern für ihr Roleplay und für ihren Moment of Cool sozusagen die Reaktion einräume oder die Situation einräume, dass sie beschreiben können, wie der Gegner umgebracht wird. Das kommt sehr gut bei mir in den Spielen an, vor allem wenn es mal ein langer Bosskampf war und dann ein Spieler den letzten Schlag setzen darf. Da kommen dann sehr lange Beschreibungen, ausführliche oft. Und es hilft auch, habe ich gemerkt, Roleplay technisch viel weiter, weil sie dann beschreiben, wie sie ihn umbringen. Und dann wenden sie sich zur Gruppe und sagen irgendwas, das ihrem Charakter entspricht. Und das sind für mich auch so richtige Wow-Momente, die ich dann mitempfinden kann. Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen will, ist, dass man bei den Beschreibungen kleinere Interaktionen mit den Gegnern geben kann, die dem Spieler auch so einen kleinen Moment geben, wo er sich hineinversetzt fühlen kann oder sich seinem Charakter sozusagen in diesem Kampf Raum einräumen. Ich habe das beispielsweise so, dass man, sagen wir mal, es befindet sich jetzt unser Halborg-Tag im Kampf gegen einen anderen Ork. Der Ork hat an ihm vorbeigeschlagen und dann würfelt Tag würfelt, würde treffen und dann sage ich, okay, Tag, also er ist gerade mit dem Ausfallschritt an dir vorbei und hat vorbeigeschlagen und als er gerade den Kopf zu dir wendet und du von unten ausholst, treffen sich eure Blicke kurz für einen Moment und ihr wisst einfach beide, dass dein Schlag jetzt der ist, der seinem Leben ein Ende setzen wird.
Und du siehst nochmal ganz kurz so ein leichtes Grinsen um seine Lippen spielen, das dann aber verschwindet, als er das auch versteht, was jetzt auf ihn zukommt. Und du ziehst dann mit einem Zup durch und beschreib, wie du ihn umbringst. Und dann sagt Tark, okay, passt, ich schlag jetzt eben von unten, ich spüre, wie mein Schwert erst seinen Kehlkopf mit einem durchtrennt. Dann gleitet meine Klinge leicht durch, bis ich wieder auf Widerstand treffe, nämlich seine, hinten sein Genick, seine Wirbelsäule, die ich mit einer Kraftanstrengung nochmal durchtrenne und sein Kopf fliegt in hohem Bogen, Blutspritzen weg oder was weiß ich. So in die Art könnte das dann passieren. Oder dass man sieht, ein Gegner ist jetzt hingefallen, liegt am Boden, ist geschauft worden, was weiß ich. Und Kämpfer kommt her, nimmt das Schwert und stellt sich über ihn hin. Und dass man dann sagt zum Beispiel, ja, du siehst jetzt diesen Goblin unter dir liegen und der Goblin ist schon schwer verletzt, merkt, dass du jetzt ausholst, um seinem Leben ein Ende zu bereiten und dreht einfach den Kopf weg und schließt die Augen, um das nicht mitzubekommen. Und dann kann er auch beschreiben, wie er ihn umbringt oder ob er ihn tatsächlich am Leben lässt dann. Einen weiteren Versuch, den ich gestartet habe, um Kämpfe zu beschreiben, das war ein System, wo die Spieler genau ihre Bewegungsabläufe beschreiben bzw. ihre Attacken, was sie machen. Zum Beispiel sagen wir, wir haben eine Kampfsituation, wir haben wieder unseren Tarek, den Halborg-Kämpfer gegen einen anderen Ork und dahinter steht noch Niana, unsere elfische Schurkin oder Assassinin. Dann habe ich eben gesagt, okay, Tarek, was machst du? Und er, bevor er gewürfelt hat, er holt aus mit seinem Schwert gegen den Kopf dieses Orks, würfelt, verfehlt. Ich sage, okay, du holst jetzt aus und schwingst dein Schwert gegen den Kopf des Orks, aber der schafft es gerade, als er die Attacke kommen sieht, als du deinen Körper zu drehen beginnst, sich instinktiv drunter wegzuducken, dein Schwert saust über seinem Kopf hinweg. Dann ist als nächstes unsere Niana dran, beziehungsweise Nie. Nie hat gewürfelt, Nie trifft. Und Nie hat im Vorhinein gesagt, okay, ich würde ihn dann gern irgendwie in den Rücken, in den Hüftbereich, in die Taille reinstechen. Dann sage ich, okay, Nie, du siehst gerade, der Ork hat sich weggedruckt unter dem Schlag deines Teamkameraden und du packst ihn dann bei der Schulter und mit einem rammst du ihm deinen Dolch in die Seite rein. Du merkst das warme Blut, das über deine Knöchel fließt und reißt ihn mit einer nach oben Bewegung wieder raus aus dem Ork. Dann Ork ist dran. Ich habe gesagt, okay, der Ork wird jetzt versuchen, sich umzudrehen und mit einer Bewegung nach hinten irgendwie die Niana zu treffen, weil sie ihn vorher angegriffen hat. Hab gewürfelt, hab getroffen in diesem Fall, hab dann gesagt, okay, Niana, der Ork mit einem Brüllen dreht er sich um, wutentbrannt, packt er mit der zweiten Hand sein Schwert und holt mit einem brachialen Hieb nach oben aus und schlägt dir seitlich, also mit einem seitlichen Hieb von oben, die seine Schwertklinge seitlich gegen die Schläfe. Und dass man so die Kämpfe weiter flechten kann, weil das für den DM auch ein, oder für die Spieler mehr Improvisationsvermögen erfordert und für den DM natürlich auch, als wenn man nur stoisches Würfeln macht. Okay, du hast eine 18 gewürfelt, ja, passt, du triffst. Okay, du hast eine 10 gewürfelt, nein, er dreht sich leider weg, du hast zu wenig Schwung genommen, dein Stammbein, Spielbein rutscht aus und du kommst nicht weiter, triffst den Gegner nicht. Das hat aber die Kämpfe natürlich verlangsamt um einiges und in manchen Gruppen, in denen ich spiele, funktioniert dieses Prinzip gut, aber in vielen anderen eben nicht und muss man auch darauf achten, wie viel Zeit man wirklich für die Kämpfe einwenden will oder was der Gruppe wichtig ist, ob sie diesen Roleplay-Beschreibaspekt wollen oder ob sie, wenn sie Kämpfe haben, ob das wirklich so ein Tabletop-Hack-and-Slay sein sollte, wo man die Kämpfe gar nicht beschreiben muss. Das kann natürlich auch eine Situation sein, dass man in den Kämpfen, das habe ich auch in einer Gruppe, dass man in den Kämpfen meistens nur sagt, okay, passt, du triffst, der Gegner nimmt so und so viel Schaden, nächster, was machst du? Triffst nicht, Gegner nimmt keinen Schaden, Gegner ist dran, Gegner greift dich an, du wirst getroffen, du nimmst so und so viel Schaden. Und das erste dann, wenn jemand umfällt oder getötet wird, dass man dann eine schöne Beschreibung macht von dieser Kampfsituation. Das beschleunigt die Kämpfe, wenn man beschleunigte Kämpfe haben will. Kampfsituation natürlich noch wichtig, man hat ja nicht nur Kämpfer oder Bogenschützen oder was auch immer in der Gruppe, wenn ein Pfeil geschossen wird, kann man ja dieses Fsch vom Loszurren des Pfeils machen, aber
Es gibt ja auch Zauberer in der Gruppe. Magie ist ein Thema in der wundervollen Welt von Faerun, von Dragonlance oder von Dungeons & Dragons, von Splittermond, von DSA, von wo auch immer. Wie mache ich das mit den Zaubern, wenn Kreaturen von mir zaubern? Also ich beschreibe die Zauber grob so, wie sie drinstehen. In der Beschreibung steht ja oft, du erschaffst jetzt eine Strahlen, die aus deiner Hand auf den Gegner schießen, oder es geht eine Explosion und du zeugst auf einen Punkt und dort breitet sich eine Feuerexplosion aus, Feuerball zum Beispiel. Das kann man alles so beschreiben, oder Magic Missile mache ich zum Beispiel, so wie es bei Dark Souls ist, dass sich diese schwebenden Punkte über einem bilden, die dann auf die Gegner losgehen. Und da halte ich dann auch die Spieler dazu an, dass sie versuchen, wenn eine Voice-Komponente dabei ist, dass sie irgendwelche Zauberworte sprechen, um das zu machen. Ist natürlich Geschmackssache für mich. Ich mag das, weil es die Spieler eben auch ihnen einen Anreiz gibt, sich wirklich einzubinden in das Ganze und dann auch diverse Sprüche sich ausdenken können für einen Zauber überhaupt, die sie aus, was weiß ich, anderen Sprachen übernehmen oder schon von Dungeons & Dragons im Internet gesucht haben oder in irgendwelchen Rollenspielen gesehen haben. Und dementsprechend, ich habe es in meinem letzten Video schon mal gehabt mit den Schutzwürfen. Die Schutzwürfe sind bei der Beschreibung dann natürlich auch ganz wichtig, wie man es schafft, überhaupt einem Zauber auszuweichen, der Flächenschaden irgendwie macht, dass man schafft, zum Beispiel die, weißt du, seine Muskeln, jemand macht Hold Person auf dich und du schaffst aber irgendwie deine Muskeln anzuspannen und deinen Geist so stark zu fokussieren, dass du einfach diesen arkanen Griff des Zaubers mit einem Puh von dir abbrichst. Oder zum Beispiel einfach die Ranken, die aus dem Bogen kommen, dass du die abtrittst, weil du dann Stampfbewegungen machst und mit deinem Schwert nochmal schnell runterhaust als Reaktion und es schaffst, so nicht festgesetzt zu werden. Also Quintessenz dessen, ich nehme Beschreibungen von Zaubern sehr gerne so, wie ich sie in diversen RPG-Spielen gesehen habe. Zum Beispiel, sei es jetzt von Skyrim, wenn ich Skyrim gespielt habe, dann wie Zauber in Skyrim passieren, das nehme ich gerne. Oder wie Zauber jetzt stattfinden in Dark Souls. Ich bin ein großer Fan der Dark Souls. Danke Bandai Namco übrigens, dass ihr diese großartigen Spiele gemacht habt. Und vieles, wie es gemacht oder dort dargestellt ist, habe ich in meine Dungeons & Dragons Spiele für Beschreibungen für Zauber übernommen. Man kann das natürlich auch aus anderen Spielen nehmen, wie Witcher zum Beispiel oder ältere Spiele noch, Dark Messiah of Might and Magic oder Might and Magic selber die Reihe. Und so seinem Spiel eine gewisse Tiefe nochmal verleihen im Kampf. Gut, das war's jetzt auch schon von mir wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können oder zum Beispiel zumindest Ideen, wie man Kämpfe angehen kann. Schreibt mir bitte in die Kommentare unten, wie ihr Kämpfe beschreibt oder wie ihr Kämpfe angeht. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr das macht. Und mögen die Würfel in Zukunft weiterhin günstig für euch fallen und ich hoffe, wir sehen uns bald beim neuen Video wieder.